Was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, der Anfang war ein bisschen sehr, sehr cringe gewesen. Ich hatte irgendwie keinen Bock auf was Standardgemäßes. Wie der Titel schon verraten habt, ihr seht die Location. Das Sofa ist wieder am Start. Es wird wieder Zeit für ein Snackbox-Video. Ich habe heute eine neue Snackbox bekommen. War eigentlich nicht geplant, dass ich noch meine bekomme. Ist alles irgendwie... Mann, dieses Klärsackgerumpel hier geht mir gerade ein bisschen schon auf die Nerven. Wie schon erwähnt, es war eigentlich nicht mehr geplant, dass ich jetzt noch mal eine Snackbox bekomme. Das war irgendwie alles systematisch bei denen ein Fehler, weswegen ich jetzt noch meine gekauft habe. Naja, schlussendlich habe ich sie jetzt. Aber ich freue mich. Ich wollte eigentlich gar nicht dazu ein Video machen. Was? Weil ich dachte, ja, das ist viel Aufwand. Ich weiß nicht, die letzten Male waren nicht ganz so geil gewesen. Aber heute habe ich gesehen, ich habe sie dann halt aufgemacht und das Land, was drin war, dachte ich mir so, uff, das muss ich festhalten. Dafür muss ich ein Video machen. Denn, Freunde, heute haben wir das Land Japan, Leute. Und ich freue mich so derbe darauf. Ich habe schon reingeschaut und was ich direkt schon gesehen habe, es ist ein Getränk dabei. Und zwar eine Coca-Cola Orange Vanille. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Mit dem Beilagenheft von den ganzen Süßigkeiten. Naja, was macht man mit Beilagenheften? Genau. Man wirft sie weg. Hab noch gesehen, ich habe noch eine kleine Postkarte, ein schönes kleines Bild. Das finde ich ganz hübsch. Japan ist allgemein so ein richtig schönes Land. Würde ich selber persönlich sehr gerne auch irgendwann mal noch hinreisen. Wenn irgendwann das Geld passt, kann ich so jetzt noch nicht sagen. Aber heute verspeisen wir auf jeden Fall erstmal ein paar Süßigkeiten aus Japan. Und ja, ich kann davon eh nichts lesen. Wir haben hier irgendwie was auf jeden Fall erstmal von Pokémon. Ich würde es vermuten, das sind einfache Schokokekse. Kann ich mir aber noch nicht viel drunter vorstellen. Die Sachen sind natürlich auch alle ungekühlt, logischerweise. Gucken wir doch einfach mal rein. Ich meine, meine Lieblingssache ist sowieso immer Essen, also von daher legen wir mal los, ne? So. Okay, die Kekse sind auf jeden Fall sehr, sehr klein. Kleiner, als ich gedacht hätte. Fokus. Danke. Sehen auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Riechen nach Schokolade, aber diese Schokoladenduft. Mh. Sehr bröselig, aber boah, geil schokoladig, Alter. Richtig, richtig geil. Ich bring mal die Cola mal kurz in die Gefriertruhe, damit die wenigstens etwas gekühlt ist. Und die Kekse, boah, Alter. Zu geil. Sofort wieder da. A few moments later. So, die Cola ist in der Gefriertruhe, damit sie wenigstens etwas kühl ist. Ja, Gefriertruhe, die ist wirklich eingefroren. Wir werden sie ja auch noch probieren, dementsprechend nur, dass sie kühl sein soll. Also, wie auch immer diese Kekse hier heißen, ich nenne sie einfach mal Pikachu Schoko Kekse. Die sind klasse, die sind wirklich super klasse. Die schmecken jetzt schon richtig, richtig gut. Ich glaube, ich mache mit was Süßem weiter. Ich kann hier überhaupt nicht. Was ist das? Das fühlt sich ganz seltsam an. Ich weiß nicht mal, was wie rumgehalten werden muss. Naja. Ich würde sagen, wir haben gerade schön was für die Jungs gehabt. Jetzt gehen wir auf was Mädchenhaftes von Toy Story. Unsere liebe, oh, wie hieß sie jetzt nochmal? Porzellinchen, danke. Was soll das sein? Also ich sehe auf jeden Fall eine Erdbeere hier drauf. Also gehe ich mal auf Erdbeerkekse drauf hinaus. Auf jeden Fall ist auf dem Bild von den Keksen klein auch Focky abgebildet, ja. Boah, diese Filme sind einfach exzellent, ich liebe sie. Und hier haben wir Woody. Boah, riecht das nach Erdbeer. Er hat jetzt mit, so wie die riechen, hätte ich jetzt gedacht gehabt, jetzt kommt ultra der Hardcore Erdbeerduft, Erdbeergeschmack, aber das ging voll.
Ja, super klasse. Kann man nur sagen. Ich hoffe nur, der Akku reicht noch, weil der Akku sieht gerade nicht so gut aus. Als nächstes machen wir das. Nee, das. Ah, okay, doch. Das sind so kleine Browser-Tabletten, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie man auch die nennt. Kupi Ramune steht drauf auf jeden Fall. Kann ich mir nicht so viel vorstellen. Das sind solche Dinger. Geschmacklich okay. Konsistenz. Ja. Ja, machen wir weiter. Probieren jetzt mal was Herzhafteres aus. Würde ich mal behaupten. Das sieht aus wie so eine Suppe. Irgendwie Knusperdinger im Geschmack von einer Suppe. Warum? Japaner. Junge, schießt das in die Nase. Okay, probieren wir einfach mal. Es geht. Also, es schmeckt so wie eine Art Suppe, aber halt im Chip-Style, ne? Nee, das ist nicht meins. Bis jetzt war eigentlich alles ziemlich geil, aber das da war überhaupt nicht meins. Machen wir weiter mit den hier. Das sieht aus wie irgendwas mit Mais. Würde ich mal jetzt grob behaupten, irgendein Mais-Snack. Und okay, boah, krass. Die Dinger sind halt erst richtig groß. Nein, nimmst du den Mund. Dann merkst du, wie ein kleiner wird. No. Ja. Ja, aber geschmacklich sehr, sehr lasch, finde ich. Aber ja, ist okay. Die anderen fand ich schlimmer. Die anderen fand ich deutlich schlimmer. Als nächstes probieren wir den hier. Ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Es fühlt sich hart an. Okay, ich sollte es lachen. Hi. Wie ich es mir gedacht habe, ist der Akku ausgegangen. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde, eine Stunde später. Ich sollte vielleicht bald nochmal nach der Cola gucken gehen. Die könnte vielleicht auch bald ein bisschen eingefroren sein. Das, was wir jetzt letztes aufgemacht haben, war das Ding hier. Und ich habe das Gefühl, ich muss mir hier was selber bauen. Was ist das? Das ist ein fucking Rüssel, irgendein Spieß und irgendwas anderes und ein Messer? So ein scheiß Mini-Plastik? Was ist das? Was steht hier drauf? Als erstes die Soße. Oh lol, okay. Also die Schale ist dafür da. Ich soll jetzt erst die Soße draufpacken. Danach mit dem Messer klein schneiden und dann mit dem Spieß so einzeln ausspießen, okay? Versuchen wir das mal. Es klebt halt alles gerade an diesem scheiß Rüssel fest. Jetzt seht ihr natürlich nichts, warte mal. So, hier haben wir das. Ich lege jetzt diesen Rüssel hier hin. Ne? Muss ich irgendwie. Oh, das ist keine Soße, das ist ein Gelee, Alter. Digga, kriege ich das denn auf? Kriege ich das so auf? Ah, hier. Hier ist ein Einriss. Hier ist ein Einriss. So. Boah, das zieht Fäden. Was ist das? So, jetzt so hier drauf. Digga, das ist das Seltsamste, was ich jemals gegessen habe. Digga, seht ihr das? Wie das Fäden zieht? The fuck, Alter. Ich brauch irgendwas. Ich das auch mal hier rein. So, dann soll man das irgendwie so klein dingsen, klein schneiden. Tschüss, perfekte Messer dafür. So. Und dann einfach ausspießen.
So, probieren wir das jetzt mal. Das sieht so widerlich aus. Digga, das sieht Fäden wie sonst was. Ganz weit, danke. Ich nehme jetzt mal einen Daumen, danke. Einfach ballern kompliziert. Es schmeckt super. Aber das fucking Ballaballa, so Haribo Ballaballa in ultra kompliziert, Digga. Als Rüssel, Digga. Diese Fäden, das ist nervt richtig, die gehen halt einfach nicht ab. Dann mach halt noch pervers. Meine Hand klebt. Wow. Schmeckt halt 1 zu 1 nach Ballaballa für mich, finde ich. Und total lustig. Deswegen also mehr Aufwand als was zum Essen, definitiv. Was das hier sein soll, das ist irgendwie ein Eis, nur nicht kein Eis. Was ist das? Okay, ich sehe eine Waffe. Die Japaner kommen echt auf die genialsten Sachen, Alter. Was ist das? Ich weiß nicht, wie ich das vergleichen soll. Wie soll ich das vergleichen? Das ist ganz seltsam. Schmecken tut es definitiv. Überlecker. Aber ich weiß nicht, wie ich das vergleichen soll. Also mit was von der Konsistenz her? Oh. 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 Na ja, klar, Alter. Ganz, ganz seltsam. Als nächstes probieren wir Hello Kitty. Da steht irgendwas mit Hard Candy. Das sein soll, kriege ich dich auf. Cherry, Apple, Orange. Kaugummi? Kriege ich das auf? Ich brauche mal kurz ein Messer. So, einmal kurz ein Messer geholt. Okay, ich hätte jetzt größer gedacht. Die sehen jetzt so winzig aus. Dementsprechend keine Ahnung, was es sein soll. Ach, das sind Lutschbonbons. Natürlich, das Lutschbonbons holen ist echt eine dumme Idee, ne? Ja, das hat jetzt lange gedauert für einen Bonbon. Ja, sind halt Lutschbonbons, am Ende hatte ich jetzt keinen Bonbon ab. Was man nicht machen sollte, haben ja immer unsere Eltern uns gesagt, den Lutschbonbon einfach zerkaut. Es war ein Apfel, ganz einfach Lutschbonbons, sind aber sehr lecker. Heute auf jeden Fall mal eine gute Ausbeute. Das ekligste war aber auf jeden Fall bis jetzt das hier. Wir haben jetzt noch 3 Sachen vor uns, 2 Riegel und diese Riegel fühlen sich seltsam an. Und die Cola, mal als erstes den hier, weil der scheint ein bisschen kaputt zu sein. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Das fühlt sich an, als wäre es wie so, also wie die anderen 2 Dinger hier. So Mais oder sowas, so in die Richtung, diese Produkte da.
Ja. Oh, Digga, das ist die Sau. Ich meint, Alter. Jetzt ist raus und probier einfach. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Jo, was? Was ist das? Das erinnert mich an Fisch? Das erinnert mich gerade voll an Fisch, da fuck, Alter. Irgendwie Fischaroma oder sowas? Ich würde dir was drauflesen, aber da steht halt nichts, ne? Ich meine, das ist alles. Mehr steht da nicht drauf, Fokus, danke. Deswegen keine Ahnung, Mann, was es sein soll. Und so sehen die Dinger anscheinend ganz aus. Ja, ganz seltsam auf jeden Fall. Hm. Der ist besser. Auch nicht so meins. Also, diese komplizierten Ballaballa, die Schokokekse, die Erdbeerkekse hier, die Mini-Pastellen und die Lutschbonbons, alle super lecker. Die sollen wirklich bei diesem Süßen bleiben und nicht bei diesem Knabberkram. Also, das mag ich überhaupt nicht. Aber wir haben jetzt noch eine Sache vor uns, die gehe ich jetzt aus dem Tiefkühler holen, in der Hoffnung, dass es nicht gefroren ist. Und zwar die Coca-Cola Orange Vanille. Ha, da ist sie auch schon. Die ist jetzt echt schön kühl, Alter. So geil. Aber nicht angefroren oder sonst irgendwas. Sind wir mal gespannt. Coca-Cola Orange Vanille, ob das jetzt so Mezzo-Mix Vanille ist. Okay. Okay. Mhm. Wow. Also wer Cola Vanille kennt, mehr kennt ja so an sich. Man trinkt so, schmeckt als erstes noch normaler Cola und am Ende kommt dann so dieser Vanillegeschmack. Aber das hier ist irgendwie eine Geschmacksexplosion. Krass. Das schmeckt auch nicht so wie dieses künstliche Orange, oder? Na, okay, das schmeckt so, als würdest du noch Orange bisschen dabei noch mit Vanillearoma noch ein bisschen so reinbeißen. Total irgendwie erfrischend. Mm. Also, Fazit. Mm. Sie schmeckt sehr, sehr besonders. An sich ein spezielles Getränk, was man so nicht oft trinkt. Aber wenn ich es so im Markt sehen würde, ich würde es mir holen, definitiv. Aber ich trinke ja auch gerne Cola Vanille. Dementsprechend, ich würde persönlich, würde mir das hier holen. Und an dieser Stelle, ja, sind wir durch mit der Snackbox von Japan. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne das mit einem Like zeigen. Ich versuche immer noch so ein bisschen in diesem YouTube-Style zu sein, aber irgendwie, ich weiß nicht so richtig. Wie gesagt, zeigt es gerne mit einem Like, lasst einen Kommentar da und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao!